Zu Beginn unserer Selbstständigkeit oder vielleicht auch erstmal einem Projekt, es muss ja nicht immer gleich schon die vollständige Selbstständigkeit sein, sind wir oft One-Woman-Show, One-Man-Show und merken gar nicht, dass wir im Laufe der Monate, Wochen, Jahre, die wir vielleicht an diesem Projekt basteln, irgendwie die Arbeit eines gesamten Teams stemmen, plötzlich abends mit Gedanken um dieses Projekt ins Bett gehen, morgens wieder damit aufwachen und das dauerhaft zu führen, führt oft dazu, dass wir vielleicht an unserer mentalen Gesundheit etwas mehr arbeiten sollten. Genau darüber möchte ich im heutigen Video mit dir mal sprechen. Das Thema mentale Gesundheit ist mir sehr wichtig, besonders in Bezug auf Selbstständigkeit, Businessaufbau, aber natürlich auch im privaten Leben, weil ich einfach fest der Überzeugung bin, wenn man hier oben ganz viel an sich, an seinen Konstrukten, an seinen Zwängen, was auch immer man hier oben alles konzipiert oder vielleicht auch mitbekommen hat aus der Vergangenheit oder was weiß ich, wenn man daran arbeitet, dass man sich selbst ein so viel entspannteres und schöneres Leben basteln kann und wir ganz viel selbst im Griff haben, wenn wir uns gewissen Ding bewusst werden. Von daher sprechen wir heute mal über das Thema mentale Gesundheit in der Selbstständigkeit und ich möchte dir ein paar Tipps und Erfahrungen von mir mitgeben. Ich habe aber auch in meiner Selbstständigkeits-Community dem Projekt Was, wenn's klappt, schon vor ein, zwei Monaten mal gefragt, ob da auch hilfreiche Tipps dabei sind und die teile ich heute auch endlich mal mit dir. Also heute vielleicht Zettel und Stift schnappen, um sich so ein paar Fragen für die eigene mentale Gesundheit aus dem Video zu notieren. Ansonsten einfach zuhören und ich hoffe, dass das Ganze ein bisschen bei dir zum Denken anregt, zum Handeln anregt und du vielleicht hier oben ein, zwei Sachen lösen kannst, damit du mit mehr Leichtigkeit deinen Arbeitsalltag oder auch deinen privaten Alltag gestalten kannst. Falls du neu hier bist, ein kurzes Hi, ich bin Isabelle, ich bin schon seit einigen Jahren selbstständig und helfe dir auf diesem Kanal im Aufbau deiner eigenen Solo-Selbstständigkeit, das heißt dieses ganze Thema Business-Aufbau, Selbstständigkeit starten, alle möglichen Bereiche, Marketing, Produktentwicklung und so weiter. Du findest hier auf diesem Kanal ganz viel hilfreichen Content, der sich über die Jahre angesammelt hat, also schau gerne mal vorbei. Wenn du keine Tipps verpassen willst, auch immer gerne den Kanal abonnieren. Heute, wie gesagt, aber mal Fokus auf hier oben. Nicht die Gehirnhälfte, die ganz viel schafft und ganz viel tut, sondern eher die Gehirnhälfte, ich weiß nicht, welche Gehirnhälfte für was zuständig ist, aber die Gehirnhälfte, die sich mit unserem mentalen Wohlbefinden beschäftigt. Ich habe insgesamt 11 Tipps runtergeschrieben. Ich muss mal schauen, wie ausführlich ich jetzt jeden Tipp hier behandle. Gegebenenfalls mache ich daraus ein zweites Video, damit ich dir jetzt hier nicht 45 Minuten voll laber, aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Thema direkt an. Das klingt im ersten Moment total larifari, blablabla, aber persönlich mein absolut wichtigster Tipp und meine absolut wichtigste Routine oder Angewohnheit, die ich so versuche in meine Selbstständigkeit zu integrieren und auch mein Privatleben, ist es, Ups and Downs nicht mehr so viel Bedeutung zuzuweisen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber vielleicht hat man manchmal so Tage, wo es ist einfach so und früher bin ich dann immer ganz extrem in diesem Gefühl versunken und dachte, oh Gott, der ganze Tag ist schlimm und dann sind so alle Zweifel, alle Ängste, alle nervigen Sachen in meinem Kopf explodiert und das war wie so eine Kettenreaktion und ich versuche heutzutage und es gelingt mir immer besser, wenn ich so ein Gefühl habe von, ich kann es nicht anders beschreiben, dem gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken, sondern einfach mehr zu denken, okay, heute ist anscheinend ein Tag, wo ich nicht so viel Energie habe. Wie kann ich das ausgleichen? Vielleicht tut mir Yoga gut. Was kann ich machen, um in diesem Gefühl so ein bisschen, ja, nicht so komplett unterzugehen, sondern das vielleicht einfach positiv zu machen, zum Beispiel an solchem Gammeltag wie heute, dass ich dann einfach, wir haben hier so eine richtig geile Fensterecke mit Bank, dass ich mich einfach dahin chill und sage, hey, ich mache mir bei Spotify, gebe ich irgendwie Calm Writing Music ein, um so eine Szene zu setzen, mache mir einen Kaffee und schreibe dann einfach kreativ vor mich hin und vielleicht ist dann heute nicht der Tag, wo ich freudestrahlend 10 neue Projektideen habe oder sonst was, aber wenn man einfach lernt, dass man diese Ups und Downs, dass sie zum Leben dazugehören und dass das nicht so krank viel Bedeutung haben muss und man einfach das mehr so passiv wahrnimmt, das hat mir so extrem geholfen und auch in meinem Privatleben, dass ich diese Downphasen, die man immer mal hat, einfach, das klingt so ein bisschen spirituell, aber wie so eine Regenwolke betrachte und die Regenwolke, die ist halt irgendwann auch wieder weg und mal dauert eine Regenwolke eine Stunde, mal dauert die nur 10 Minuten, mal dauert die 3 Tage, dann ist es halt so, aber wir wissen alle, dass das Leben aus Phasen besteht und dem einfach sich mehr hinzugeben. Das hat sicherlich auch was mit Kontrolle, wir haben alle gern Kontrolle heutzutage, und diesem Loslassen zu tun, aber das zu üben langfristig hilft sehr. Eine der wichtigsten Routinen für Gesundheit hier oben, die ich schon relativ seit Anfang pflege, vergleichen
Stoppen. Minimiere, vergleichen, wo du nur kannst. Wir tendieren alle dazu, wir haben da letztens in der Austauschrunde im Projekt Was, wenn's klappt, kam das Thema Vergleichen auch wieder auf. Und wir tendieren alle dazu, uns zu vergleichen, wo wir nur können. Und Vergleich ist das Schlimmste, was du dir antun kannst. Niemand von uns ist besser oder schlechter. Vielleicht weiß jemand mehr in einem Bereich als jemand anders. Vielleicht hat jemand mehr Recherche in dem Thema gemacht, versus du hast das Ganze vielleicht anders angegangen. Und ganz am Anfang der Selbstständigkeit, oder ich ertappe mich manchmal hier und da auch immer wieder dabei, natürlich vergleiche ich, es kommt immer mal wieder auf, aber ich habe komplett gestoppt, Content von Leuten hier auf YouTube zum Beispiel zu schauen, die ähnliche Themen machen wie ich. Das heißt, da habe ich komplett dieses Thema Vergleich schon mal ganz extrem minimiert. Und ansonsten, es kommt immer mal wieder auf, dass ich irgendwie in einem Gespräch mit wem anders merke, boah krass, sie geht da ja so strategisch ran und die hat ja so viel Recherche gemacht und ganz krasse irgendwie Strategien und sonst was. Und ich habe dann manchmal früher gedacht, oh Gott, ja, aber ich mache alles ja mehr so go with the flow, kreativ, Larifari, hier mal ein Impuls, da mal ein Impuls. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, diese Art und Weise, wie ich auf lockere Art und Weise Impulse gebe, die aber wichtig für die Selbstständigkeit sind, ist genau das, was die Leute feiern auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, vielleicht haben die auch noch Menschen abonniert, die das total strategisch machen, aber ich muss ja nicht das alles bedienen und es gibt ja für alles einen Markt, für alles Zuschauer. Und ich glaube, solange du einfach oder so mehr du es schaffst, dein eigenes Ding zu machen, desto mehr werden das auch Leute feiern. Und hör auf, rechts und links zu gucken, sondern guck einfach auf deinen eigenen Weg. Natürlich darf man hier und da mal gucken, hey, wie könnte ich irgendwie was cooler machen oder sonst was, aber hör auf zu denken, dass andere besser sind als du, weil die denken vielleicht in ganz anderen Bereichen des Lebens, dass du besser bist als sie. Und das ist eine ganz unnötige, tödliche Spirale, aus der wir alle nur unglücklich rausgehen. Für den nächsten Tipp schnapp ich mir mal kurz meinen Laptop. Da kam nämlich ein Kommentar in meiner Membership dazu. Und zwar habe ich da vor kurzem mal gefragt, vor kurzem ist gut, das war im April, manchmal hänge ich ein bisschen hinterher mit meinen Videos, aber ich habe gefragt, ob Leute Tipps haben für das Thema mentale Gesundheit, weil ich ein YouTube-Video machen wollte und im Forum einfach dachte, hey, das wäre cool, wenn da irgendwie ein paar andere Leute auch ihren Input dazu mitgeben. Und Maike hat geschrieben, in der Selbstständigkeit steht man häufig vor neuen herausfordernden Aufgaben, die am Anfang sehr überfordernd sein können. Da hilft es mir total, mich daran zu erinnern, dass andere Selbstständige diese Herausforderung vor mir auch schon erfolgreich gemeistert haben. Also, warum soll ich das nicht auch schaffen? Und das ist so wichtig. Ich habe es mal als Überthema dieses andere haben es auch geschafft, Mentalität annehmen genannt, weil alle fangen doch irgendwo an und jeder hat mal irgendwo angefangen, dass er oder sie kein Business hatte, dass er oder sie keine erfolgreiche Selbstständigkeit hatte. Und ich habe am Anfang immer ganz krass dazu tendiert, mir diese erfolgreichen Leute anzugucken und zu denken, ja, da bin ich ja aber nicht, da werde ich also auch niemals sein. Aber das ist ja total dumm, weil nur weil ich da noch nicht bin, also das macht ja gar keinen Sinn. Jeder hat ja mal so angefangen und mittlerweile, keine Ahnung, habe ich das in so vielen Bereichen, wenn ich irgendwie an der Ostsee spazieren gehe und da steht ein geiles Haus mit Meerblick, dann denke ich mir nicht mehr, oh Gott, das könnte ich ja niemals haben, wie glücklich sind diese Leute, sondern ich denke mir, die Person, die jetzt in dieser Villa wohnt, hat da ja auch irgendwann mal nicht gewohnt. Und ich wohne da jetzt gerade ja auch noch nicht. Aber irgendwie ist diese Person ja auch in diese Villa eingezogen. Also vielleicht kann ich ja auch irgendwie in diese Villa einziehen. Also ich glaube, je mehr man sich einfach bewusst macht, dass es für alles Wege gibt und natürlich sind gewisse Dinge immer mit Privilegien irgendwie zu verbinden. Vielleicht hat die Person auch die Villa von der Oma geerbt mit Meerblick und dann ist es für mich vielleicht schwerer, daran zu kommen. Aber wenn man grundsätzlich erstmal so ein paar limitierende Glaubenssätze da oben vielleicht auflöst und denkt, hey, das, was ich da mache, könnte ja zu dem Ergebnis führen, weil das haben andere Leute auch schon geschafft aus dem Nichts und sich einfach immer wieder vor Augen führt, das kann was werden, das hilft enorm. Maike hat dazu noch geschrieben, dabei ist der Austausch mit anderen Selbstständigen natürlich super hilfreich. Ansonsten hilft es mir, die komplexe Aufgabe in kleinere Unteraufgaben einzuteilen, damit sie nicht mehr so überwältigend wirkt und ich weiß, wo ich anfangen kann. Natürlich, wenn ich jetzt von heute auf morgen an der Ostsee stehe und denke, genau diese Villa will ich haben, wie schaffe ich es bis morgen 1,5 Millionen Euro Kredit aufzunehmen oder das Geld zu beschaffen, dann geht mein Gehirn auch sofort in SOS, als wenn das möglich ist. Aber wenn ich mir Step by Step runterbreche, wie ich 15 mal 100.000 Euro zusammenbekomme oder
150 mal 10.000 Euro zusammenbekomme. Also je mehr Unteraufgaben man sich für Projekte macht, desto kleiner erscheinen einfach diese Hürden, weil du dann Step by Step kleine Checklisten abarbeiten kannst. Und das hilft mir auch extrem. Da habe ich auch, glaube ich, in dem Video zu meiner Wochenplanung, verlinke ich dir mal oben, drüber geredet, dass ich mir meine Termine innerhalb der Woche immer mit Unteraufgaben anlege, dass ich dann einfach weiß, okay, ich habe heute 5 Steps zu erledigen und dann kann ich die Oberaufgabe abhaken. Ein großer Tipp, den ich aus irgendeinem Buch von John Strelicki geklaut habe. Ich weiß nicht, in welchem seiner vielen Bücher er das erwähnt hat. Ich habe übrigens auf meiner Website einen Link mit ganz vielen Buchtipps, Tooltipps und so weiter, falls du da mal vorbeischauen willst. Ich verlinke dir das hier oben mal. Da sind ein paar Inspirations angesammelt. Aber das Thema: Melde dich regelmäßig gesund. Wir kennen das alle aus dem Arbeitnehmerverhältnis, dass wir uns regelmäßig oder vielleicht auch nicht regelmäßig, aber ab und zu mal krank melden. Aber eigentlich macht es ja viel mehr Sinn, sich, bevor man überhaupt krank wird, gesund zu melden und einfach zu sagen, hey, mein Ziel ist es, dass meine Batterien immer mindestens 50% oder mehr gefüllt sind, weil sobald man unter diese 40%, was weiß ich, irgendeine Grenze fällt, merken wir das alle, dass man auf einmal nicht mehr produktiv ist und irgendwie nicht mehr so richtig viel schafft. Und ich hatte letzte Woche das auch extrem, dass ich so von Montag bis Mittwoch irgendwie gesagt habe, ja, ich muss ja am Laptop sitzen, ich muss ja arbeiten, aber ich habe nichts gebacken bekommen. Und am Donnerstag habe ich dann einfach gesagt, okay, ich glaube, ich mache heute einfach mal richtig frei und tue so, als hätte ich heute einen Urlaubstag. Also ich hatte dann auch einen Urlaubstag, bin irgendwie schwimmen gegangen, habe mit der Nachbarin hier ein bisschen was gemacht und das tat so gut und das hat mich so, hat mein System einmal so zurückgesetzt und meine Batterien wieder aufgeladen. Und ich glaube, man sollte einfach immer hinterfragen, okay, wie viel Akku habe ich gerade, wie kann ich meinen Akku wieder aufladen? Und manchmal ist das auch einfach nur, dass man vielleicht mal kurz eine Pause macht, auch wenn man gar nicht so krank viel produktiv gearbeitet hat. Manchmal ist es ja auch einfach nur, dass der Kopf dauerhaft rattert und eine Runde Yoga macht oder sich vielleicht irgendwo in einem Studio anmeldet, wo man Yoga mit Soundbars danach machen kann oder eine Tanzstunde oder Tennis spielen geht oder was auch immer. Aber dass man einfach regelmäßig dafür sorgt, dass die Batterien gefüllt werden. Ich merke gerade, dass ich schon super lange rede, deswegen werde ich diese 11 Tipps, die ich hier habe, wahrscheinlich in 2 Teile aufteilen. Teil 2 kommt dann im Laufe der nächsten 1-2 Wochen online. Wir machen jetzt aber noch Tipp 5 und zwar habe ich da wieder einen Community-Tipp. Und zwar hat Henrike in meiner Membership geschrieben, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das macht Mut, inspiriert und hilft mir dabei, mich gegenüber Zweiflern zu behaupten und für mich einzustehen. Und das ist echt so krass. Ich merke das auch mittlerweile, das finde ich so ultra cool, dass unter meinen Videos manchmal Leute irgendwie Ängste, Sorgen, Zweifel kommentieren und dann andere Zuschauer darauf antworten und irgendwie Mut geben oder meine Idee teilen. Und ich liebe das, wenn dieser Austausch zustande kommt. Und das ist auch immer noch der Grundgedanke hinter meinem Projekt, was, wenn es klappt, wo sich ja auch regelmäßig irgendwie Leute zu Videocalls treffen. Und ich finde es so cool, immer mal zu hören, ach ja, da habe ich mit der Person schon mal drüber geredet oder dies und das. Und mir hat das am Anfang der Selbstständigkeit, als ich damals eine Freundin gefunden habe, die auch selbstständig war und wir waren an relativ ähnlichen Punkten, mir hat das so krass geholfen, dass wir uns austauschen konnten, dass wir irgendwie Gedanken teilen konnten. Und das ist, glaube ich, so mit der größte und wichtigste Faktor in meiner mentalen Gesundheitsreise gewesen, dass ich jemanden hatte, der Ähnliches durchgemacht hat und der meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel verstehen konnte. Weil ich habe das manchmal, wenn ich mit Freundinnen, die halt normale Jobs haben, über gewisse Dinge rede, dass ich merke, da ist so, nicht, dass die kein Interesse an meinem Leben haben, aber da ist einfach wenig Basis, dass die verstehen können, worüber ich rede, nicht im Sinne von diese dumm, sondern im Sinne von, die haben einfach keinen Bezug zu dem Thema. Und dann ist es manchmal total schwierig, da so ein tiefgehendes Gespräch aufzubauen, weil die ja diese ganzen Sorgen und Zweifel aus der Selbstständigkeit, die vielleicht bei jedem Selbstständigen total präsent sind, aber bei einem Arbeitnehmer noch nie irgendwie durch den Kopf gegangen sind, da irgendwie eine solide Gesprächsbasis mit Tipps und man fühlt sich verstanden und so weiter aufzubauen. Das heißt, Selbstständigkeit, du brauchst Buddies, die auch selbstständig sind, du brauchst Leute, die irgendwie das Gleiche versuchen wie du, oder es muss ja nicht sein, dass du ihr beide Ernährungsberater werden wollt. Es kann ja auch sein, dass der eine das macht, der andere das, aber dass man einfach Leute hat, die verstehen, woran man da gerade bastelt, woran man struggelt,
was auch immer da gerade aktiv ist. Und das war wirklich ein Gamechanger für mich, so ein paar Leute zu finden. Alright, ich würde also sagen, Teil 2 zu diesem Video kommt ganz bald online. Schreib mir auf jeden Fall super gerne mal in die Kommentare, ob du einen Tipp hast für das Thema mentale Gesundheit rund um den Aufbau von so einem großen Projekt, von einer Selbstständigkeit, von einem Business. Vielleicht hast du auch absolut Struggles gerade mit dem Thema mentale Gesundheit und brauchst mal einen Rat, dann schreib das auch super gerne in die Kommentare, dann versuche ich mich rückzumelden und vielleicht guckt ja der ein oder andere von euch Zuschauern auch mal in die Kommentare, ob er oder sie da auch ein paar Tipps verteilen kann. Ich finde das super cool, wenn wir diesen Austausch hier zustande bekommen. Also, wenn dir das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch, Teil 2 kommt ganz bald und bis dahin erstmal Tschüssi!